ist bei der Atomenergie zum einen deshalb nicht der Fall, weil Atomkraftwerke sich auch in der Geschwindigkeit, in der man so ein Atomkraftwerk irgendwie aufbauen kann, nicht dazu eignet, eine solche Notsituation wie jetzt gerade auch nur irgendwie zu überbrücken. Und bei Kohlekraftwerken reden wir ja jetzt von einem Zeitraum von 1 bis 2 Jahren, in denen natürlich irgendwo Alternativen geschaffen werden müssen, damit die Versorgungssicherheit steht. Aber der Kohleausstieg wird dadurch eigentlich nicht tangiert. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass die Staaten in Europa und auch in anderen Ländern auf der Welt mittlerweile begreifen, dass es eine einzige Energieform gibt, die niemandem gehört. Das ist Wind- und Solarenergie oder auch Wasserkraft, also Energieformen, die wir dezentral erzeugen können. Und ich glaube, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie man sich außenpolitisch nicht von Diktatoren abhängig machen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Klimadebatte oder zumindest der Debatte um erneuerbare Energien auch eine sicherheitspolitische Dimension verschafft hat. Und das macht es eigentlich sogar in dem Kontext ganz eindeutig, dass wir nicht mehr auf Kohle setzen müssen, sondern dass wir in erneuerbare Energien investieren müssen.